Wir arbeiten erstmalig mit der Frankfurt University of Applied Sciences zusammen, weil wir uns innovative, kreative Ideen und Lösungsansätze für unser nachhaltiges Handeln versprechen. Das Praxisfallprojekt ist ein Modul bei unserer Hochschule, bei dem die Studierenden Praxisnähe wirklich erleben sollen und können. Wir haben in der Regel eine Aufgabenstellung aus einem Unternehmen. Dieses bearbeiten die Studierenden dann während eines Semesters und erwerben da Einblick hinter die Kulissen. Also im Allgemeinsten der Regelwelt so, dass wir sehr stark mit regionalen Lieferanten zusammenarbeiten. Und in dem Markt hier in Wiesbaden-Erbenheim ist es besonders stark, denn hier liefern ungefähr 100 Lieferanten im Haupt- und im Getränkemarkt. Und das verursacht zum einen enorm hohe Kosten auf der Lieferantenseite, was die Lieferlogistik angeht. Auf der anderen Seite entstehen auch sehr hohe Prozesskosten im Markt, weil die Ware jedes Lieferanten separat angenommen werden muss. Ziel des Projektes wäre es, auf der einen Seite, auf der Seite der Lieferanten, die Lieferlogistik zu vereinfachen, vielleicht Liefergemeinschaften zu bilden, um sowohl ökologisch als auch ökonomisch zu profitieren. Auf der anderen Seite aber auch die Prozesskosten in unseren Märkten zu minimieren. Nachhaltigkeit ist ja aktuell doch ein recht großes Thema, nicht nur in der Logistik selbst, da versucht man auch nachhaltiger zu werden, aber auch jeder für sich strebt ja doch an, nachhaltig zu sein. Und hier kommt das beides zusammen. Wir versuchen also die Lieferketten und die Produkte, die ja auch nachhaltig sind, weil sie lokal produziert werden, zu kombinieren und dann nachhaltige Lieferketten für nachhaltige Produkte in einem nachhaltigen Rewe zusammenzufassen und da Synergieeffekte zu finden. Von daher wirklich spannendes Thema auch. Es geht hier um Studierende aus der Logistikbranche und ich glaube, dass Studierende aus dieser Branche auch einen Überblick haben in andere Branchen hinein. Wir betrachten ja nur unsere Branche, das heißt, wir sind sehr branchenblind in Anführungszeichen. Und ich bin mir sicher, dass die Studenten aufgrund ihrer Umgebung, ihres Umfeldes auch Perspektiven aus anderen Branchen einbringen können und vielleicht so Ideen entstehen, auf die wir alleine nicht kommen würden.